Die Kaliningrader Kant-Universität musste 325 ausländischen Studenten eine Studienabsage erteilen, da sie nicht über ausreichend Plätze in Wohnheimen verfügt. Die russische Migrationsgesetzgebung verbietet die dezentralisierte Unterbringung von ausländischen Studenten. Gegenwärtig baut die Universität ein neues Wohnheim mit 700 Plätzen, welches allerdings auch nicht ausreicht, um den Bedarf vollständig zu decken. Erstmals werden an der Parade zum Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg am 9. Mai auch Flugzeuge der Ostseeflotte, die im Kaliningrader Gebiet stationiert sind, teilnehmen. Aufmerksame Beobachter werden von Zeit zu Zeit Trainingsflüge in beeindruckend niedriger Höhe über dem Stadtzentrum Kaliningrads beobachten können. Der Kaliningrader Einzelhandel ist nach wie vor zu einem nicht unerheblichen Anteil abhängig von Importen. Deshalb geht man bei den Retailern nun davon aus, dass im Zuge des rasanten Anstieges des Rubelkurses die Preise für importierte Waren entsprechend angepasst werden. Preissteigerungen für importiertes deutsches Bier oder polnische Waffeln von über 20% sind dann normal. Polen hat im Verlaufe der vergangenen Woche verschärfte Gesundheitskontrollen an seinen Grenzen eingeleitet. Dies führte zu sehr langen Wartezeiten von bis zu 15 Stunden an der Grenze. Nun hat Polen seine Grenzen vollständig geschlossen. Die Schließung gilt ab Mitternacht von Samstag zu Sonntag und soll mindestens 10 Tage aufrechterhalten bleiben. Bei Bedarf wird die Schließung auf bis zu 20 Tage ausgedehnt. Am Bauprojekt Kreuzapotheke in Kaliningrad haben die Arbeiten zur Verkleidung der Fassade begonnen. Die schwierigsten Arbeiten zur Sicherung der Reste der Außenfassade, der Erker und der Fundamente sind abgeschlossen. Insgesamt haben aber die Bauarbeiten einen Verzug von mehreren Monaten. Die Internetfirma Yandex hat in der Kaliningrader Offshore-Sonderzone auf der Oktoberinsel die Firma Fong für gesellschaftliche Interessen als Resident registriert. Ein Großteil der Aktionäre dieser Firma sind Ausländer. 546 Pächter von Grundstücken, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat, haben eine Pachtschuldensumme von 126 Millionen Rubel angehäuft. 35 dieser Pächter haben eine Schuldensumme von mindestens 1 Million Rubel. Der überwiegende Teil der Schuldner sind juristische Personen, die sich im Bankrottverfahren befinden. Die Kaliningrader Gebietsregierung hat zur prophylaktischen Bekämpfung des Coronavirus eine 14-tägige freiwillige Pflichtquarantäne für alle Personen verhängt, die aus Deutschland und weiteren europäischen Staaten nach Kaliningrad einreisen. Alle Personen sind verpflichtet, sich sofort ärztlich untersuchen zu lassen und 14 Tage keinerlei Kontakte zur Außenwelt aufzunehmen. Die Quarantäne ist in der Wohnung durchzuführen oder in einer zentralen Unterkunft, die die Gebietsregierung zur Verfügung stellt. Der Gouverneur Anton Alichanow hat allen Beamten und Abgeordneten der Gebietsduma und Kreisvolksvertretungen im Rahmen der Coronavirus-Bekämpfung verboten, ohne ausdrückliche Genehmigung Reisen ins Ausland anzutreten. Die Maßnahme wird mindestens einen Monat aufrechterhalten. Der Chef der Kaliningrader Innenverwaltung informierte, dass im vergangenen Jahr die Verbrechen im Zusammenhang mit IT-Missbrauch stark angestiegen sind. Hierzu gehörten Diebstahl unter Missbrauch von Geldkarten sowie Betrug durch telefonische Abfrage von Konto- und Geldkartendaten. Ein Kaliningrader Bürger hatte versucht, einem Mitarbeiter des russischen Sicherheitsdienstes FSB Schmiergeld im Umfang von 500.000 Rubel zu zahlen, damit dieser gefundenes Rauschgift nicht zur Anzeige bringt. Ein Gericht verurteilte den Kaliningrader nun zur Zahlung von 1 Million Rubel Strafe. Im Jahre 2020 stellt die Stadt Kaliningrad mehr als 1 Milliarde Rubel für die Instandsetzung von Straßen- und Fußgängerwegen zur Verfügung. Insbesondere die lange Liste der Instandsetzung von Fußgängerwegen wird diejenigen begeistern, die keinen individuellen Transport oder den Nahverkehr nutzen. In der Kaliningrader Offshore-Zone auf der Oktoberinsel sind weitere 3 Residenten registriert worden. Damit hat sich die Anzahl der in der Kaliningrader Offshore-Zone registrierten Residenten auf 26 erhöht. Die Offshore-Zone in Kaliningrad existiert über ein Jahr. In Kaliningrad wurde begonnen, alte Gleisanlagen der Straßenbahn im Bereich der schwierigen Kreuzung Prospekt Kalinina und Kiewer Straße auszutauschen. Die Arbeiten finden im Rahmen der Rekonstruktion der Kiewer Straße statt. Allerdings führen die rekonstruierten Schienen nur in Richtung Straßenlanddepot in der Kiewer Straße.
Im Zusammenhang mit den Ein- und Ausreisesperren, die durch Polen und die Kaliningrader Gebietsregierung im Rahmen der Coronavirus-Bekämpfung verhängt worden sind, haben die Kaliningrader begonnen, im großen Umfang ihre gekauften Bustickets für Reisen ins benachbarte Polen oder auch ins weitere Ausland zu annullieren. Lange Wartezeiten am einzigen Schalter im Kaliningrader Busbahnhof sind die Folgen.